Hallo, mein Name ist Christian Walter von Tradevola und wie jetzt jede Woche würde ich Ihnen gerne ein paar interessante Trades, ein paar interessante Werte für die aktuelle Woche hiermit zeigen. Nicht natürlich nur Optionen, sondern auch die Aktien dazu, also die Aktien im Speziellen. Hier haben wir zum Beispiel einen Wert mit dem Symbol, ich schreibe es Ihnen mal hier mit dazu. Das Symbol ist TECK. Das ist ein Wert aus dem Halbleitersegment und wenn wir uns das einmal anschauen, sind hier schon seit längerem auf einem recht hohen Niveau. Es gab hier einiges an sehr hohen Kursvolumen, was uns auch auf den Wert aufmerksam gemacht hat. Heute hatten wir schon den ersten kleineren Ausbruch, das heißt, es sollte in den nächsten Tagen hier hoffentlich auch dann in weitere Bewegung in die gewünschte Richtung folgen. Es gab hier viele Trades auf Strikepreis 19. Aktuell sehen Sie jetzt hier nicht, können Sie aber sagen, ist der Wert bei 18,37. Also das auf jeden Fall für die nächsten Monate ein ganz interessanter Trade. Die Wetten liefen hier so bis Januar, Februar, was wir diese Woche vor allen Dingen an erhöhten Kursvolumen gesehen haben. Das war der eine Wert. Ein anderer Wert, der diese Woche auch ganz besonders im Fokus stand, ist Apple. Wir haben hier bei Apple auch vor zwei, drei Tagen richtig hohes Kursvolumen gehabt, wo der Wert über 125 ausgebrochen ist. Das hat sich jetzt ein bisschen beruhigt, aber wir waren heute bei 130 und die Wetten gehen auch hier, gerade im Optionsbereich, sehr stark auf die Richtung, dass es halt hier deutlich über 130 noch geht. Ob das jetzt dieses Jahr noch passiert oder im nächsten Jahr, aber Apple auch hier ein ganz heißer Kandidat, gerade hier mit diesem Ausbruch. Wir können den Chart vielleicht einen kleinen Tick länger noch darstellen. Wir sehen, wir haben das Allzeithoch von Apple immer noch Anfang September bei 135 und ich glaube, das könnte hier mal ein ganz interessantes Kursziel werden. Das sind noch 5 Dollar und ich sehe Apple schon im Januar vielleicht sogar in diesem Bereich oder über diesen Bereich dann ausbrechen. Das damit der zweite interessante Wert der aktuellen Woche und als dritten Wert hatten wir einen Titel, den hatten wir auch in der letzten Woche schon dabei. Für uns immer noch ein ganz interessanter Wert auf der Optionsbasis, da wir hier sehr viele Schwankungen, sehr hohe Schwankungen haben, sehr hohe implizierte Volatilität, lohnt sich das natürlich von den Prämien und wir sehen hier quasi so diese typische Kerzenformation, das ist etwas zuspitzt und jetzt stellt sich natürlich immer die Frage, in welche Richtung geht es dann weiter? Kommt der Rebound, kommt der Ausbruch nach oben? Aktuell aber, wie gesagt, ein Wert, der sehr hohes Optionsvolumen hat, das Symbol bin ich Ihnen natürlich auch schuldig, das ist PLTR. Ist auch noch nicht so lange an der Börse gelistet, wie Sie hier sehen und von daher glaube ich hier, dass man mit dem Wert mit Sicherheit in der nächsten Zeit noch einiges an Freude haben kann, kommt aus dem Bereich Software, Software Application, soweit ich weiß. Und der dritte Titel ist im Prinzip eine Kopie davon, was wir jetzt hier gerade gesehen haben. Ein Wert, der einfach auch eine extrem hohe implizierte Volatilität hat aufgrund seines Preises. Das Symbol ist hier ACB. Ein Wert aus Kanada, aus dem Cannabis-Bereich. Wir haben hier Anfang November den Ausbruch auf 13, 14 Dollar gesehen. Da hat sich das Ganze wieder etwas beruhigt. Und jetzt schwankt der Wert so zwischen 9 und 11 oder teilweise 12 Dollar. Bringt super Prämien, wenn man hier im Optionsbereich tätig ist. Aber ansonsten durch seine Schwankung sehe ich auch im kurzfristigen Bereich sehr gut geeignet für den einen oder anderen Aktientrade. Also das ist eine kleine Auswahl der interessanten Titel aus der aktuellen Handelswoche. Wenn Sie dazu mehr erfahren wollen, gehen Sie gerne hier auf unsere Webseite und registrieren Sie sich für die Live-Schaltung. Nehmen Sie gerne hier einmal mit teil, auch beim Newsletter. Sehen Sie einmal, wie sich das Ganze immer aus den vergangenen Wochen darstellt und dann kriegt man auch mal so einen kleinen Eindruck, was in diesem Bereich möglich ist. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.